Herzlich willkommen bei Survival Plus mit den üblichen Verdächtigen, den ganzen Haufen Dodos, dem PC, der sich als Dodo tarnt. Hi PC. Er muss das eindeutig noch üben. Übt die Genie da oder ist das die Diva? Was? Ich übe gar nichts. Ja, dann ist das die Genie da hinten. Hi. Gubbel. Hi. Wer kraxelt da drüben rum? Das müsste der Young sein. Ja, natürlich. Der Lin. Die Diva rennt hier auch rum und der Matze steht neben mir. Hallo. Dank Matze haben wir übrigens schon sehr mal, wie viele Claypötter ich schon bauen konnte. Oh. Das ist Matzes Werk. Wird jetzt noch viel schlimmer. Gut, cool. Ich habe jetzt in eine Ekstase gearbeitet. In Ekstase arbeitet er sich, okay. Unser Para ist endlich groß. Und nachdem er so verschollen war, heißt er jetzt Survivor Plus. Ich finde, er hat den Namen verdient. Er hat überlebt. Ja. Was. Er hat unser Aufzug überlebt. Er hat uns sehr gut überlebt. Mal schauen, wie lange. Dann kann ihm nichts mehr passieren in diesem Leben. Na, also jetzt hat er die Schlimmste hinter sich. Wobei, er steht jetzt bei uns, ich weiß nicht. Ich überlege mir das nochmal. Denk nochmal drüber nach, ja. Vielleicht sollten wir die Spikes hier irgendwie versetzen. Ah, Spikes, du hast recht, die wollte ich noch setzen. Nee, versetzen. Ja, ich wollte noch welche setzen. Damit es auf der anderen Seite jetzt ähnlich gefährlich wird wie hier. Genau, macht Sinn. Aber ich könnte... Nee, es ist blöd, du kommst mit ihm eh nicht raus, richtig. Wo sind denn die Eier abgeblieben, die wir noch hatten? In einem der Paras. Para. Ich habe das Zelt aufgesammelt. Okay. Da ist eine Ichthyornis. Kriegt sie ihn weg? Der klettert gerade durchs Zelt. Ich habe keine Bola mehr. Hat jemand noch? Ach so, stimmt. Ja. Bolas haben wir ja keine mehr. Jetzt hat er. Macht das Bett. Oh nee. Was? Oh nee. Ja. Was ist kaputt gegangen? Alles. Wir dürfen hier nicht. Ja, das ist blöd. Dürfen hier nicht haxeln. Auf was haben wir denn? Haben wir das mit den. Wieso macht der Speer so einen Rundumschaden? Auf den haben wir doch gar nicht gehackt hier. Ja, das ist ja das, was ich vorher schon gesagt habe. Du hast nach vorne und hinten geht was kaputtes. Mit der Hitbox dürfte nicht ganz so funktionieren. So, was ist denn jetzt alles kaputt gegangen? Alle Lagerfeuer und Töpfe. Ja, gut, das ist ja halb so wild. Wie die Elefanten in der Porzellanladen, weißt du? Nichts kann man nicht. Aber es war lassen. Halt auch ein bisschen dringend. Hallo, keine Ausreden. Eng. Wir suchen einen Schuldigen, da helfen keine Ausreden. So, ich pack jetzt mal die Betten hier weg von dem Feuer. Ja, bau sie woanders auf. Deswegen habe ich auch die Kisten so weiter nach hinten gestellt. Ich produziere mal drei Lagerfeuer. Ist ja kein Problem, ist ja nichts passiert. Also solange es nichts Schlimmeres ist. Wo baust du die Lagerfeuer auf? Weil ich habe noch einen Tonkrug. Ich schau gleich. So. Ich renne mal in Crafting Speed. Aha, da hinten. Nicht so dicht wieder an die Food Storage hier. Nein, ich würde sagen in Richtung Lagerfeuer. Hier habe ich einen Ersatzkrug. Da kann man einen von den... oder auch nicht. Ich würde sagen, hierhin. Das Zelt kann man ja auch nochmal aufheben, oder? Oder wolltest du... Ah, nein, lass mal das da. Kann man. Ja, PC? Was wäre, wenn wir uns ein paar Spike Walls bauen und dann die Katzen da reinjagen? Ja, das eine wäre Idee. Eine gute Idee. So, die Lagerfeuer stehen hier. Die stehen da hinten. Okay. Ja. Das hier versetze ich noch am... Wollte ich versetzen. Die war aber schneller.
Okay, dann baue ich die mal. Ob du Federn noch hast. Ich baue das Zelt hier hinten mal an die Wand, ne? Ja. Braucht ihr jetzt eigentlich noch Seil? Ich denke, Seile braucht man eigentlich immer wieder. So, das da rein, das da rein, das da rein. Den Putpot. So. So, Charcoal. Damit wir wenigstens nicht nass werden, wenn wir hier im Zelt Haya machen. Ah, Moment einmal. Was denn? Ich war jetzt gerade in der Workbench und da kann ich jetzt plötzlich Woodfence bauen. Ohne dass ich es gelernt habe. Okay. Ein Farm Fence Post und ein Farm Fence. Also lese bitte die Beschreibung. Ich glaube, da steht dabei, dass das nur Deko ist. Also, jein. Der normale Farm Fence, der hindert deine Tiere in quasi da durchzulaufen. Der ist aber nicht zur Verteidigung gut. Das heißt, wenn wir die auf unsere Seite der Spikes stellen, dann laufen die nicht mehr in die Spikes rein. Okay, dann wäre das durchaus sinnvoll. Und die Fence Posts sind quasi die Eckpunkte für die Geschichte. Ja? Also könnten wir es durchaus brauchen, ja. Wir könnten es durchaus brauchen, ja. Richtig. So. Also ich denke, jetzt schaut unser Lager schon etwas aufgeräumter aus und etwas... Aber guck doch mal, ob eine Matze die bauen kann. Oder Genie. Ah, okay. Weil wenn die auch bauen können, dann wäre es sinnvoll, dass die so bauen. Ich kann sie lernen. Crafting. Naja, die habe ich nicht gelernt. Die waren plötzlich da. Was denn bauen? Wo denn bauen? In der Workbench. Komm mal rein, ob du was siehst. Wo ist denn jetzt hier die Workbench? Hier, ich hüpfe. Alles klar, ja, danke. Crafting. Nee, ist ja die nicht. Das ist offensichtlich levelabhängig. Okay, gut. Soll ich jetzt auch nochmal gucken oder nicht dann? Ja klar, schau mal. Mhm. Wo ist denn das Ding? Da hinten. Ich mach mal ein lustiges Angelabenteuer, ja? Nein. Schaffst du gehst du angeln? Ja, doch, Fences, ja, da. Ich geh gerade angeln. Dann nicht. Nimm die Würmer mit. Doch, sie kann sie doch. Ja lernen. Das ist, kann man das hier oben in dem Wasser? Ja, ja, ne? Ich stehe gerade am Wasserfall. Welches soll ich denn? Soll ich was bauen? Der Linsrang. Bau mal die ersten. Bau darf immer zwei Stück. Gucken wir mal, wie die sind, weil die kenne ich nämlich nicht. Ich habe die anderen gebaut immer. Warte, ich guck mal, wie das aussieht mit denen. Nur zwei, oder? Ich habe erstmal erst zwei, ja. Ich guck erstmal, wie die sind. So wirklich. Davon könntest du mehr bauen, weil die haben nämlich Pfosten an den Ecken. Die sehen nicht so blöd aus wie die anderen. Okay. Die anderen sehen wirklich ungeschickt aus, wenn man sie platzieren will. Welche, die ersten oder die? Die ersten. Die sehen ungeschickt aus. Also nein, die sind die besseren. Die bitte bauen. Okay. So, und jetzt müsste theoretisch... Ja. Leute, irgendwie ist dieses spannende Angelabenteuer nicht spannend. Nee, das ist auch nicht lustig, das ist doof. Ich sag's doch schon immer. Es glaubt mir doch keiner, warum um Himmels Willen. Okay. Jetzt weiß ich wieder nicht, was ich wollte eigentlich. Ich lerne. Hat schon jemand den Parasaurus-Sattel gelernt? Nein. Ich durfte nicht. Dann mache ich das jetzt. Gute Idee, Deva. Ja, wir unterdrücken den armen PC. Ja, das macht nichts. Er ist das gewohnt. Das braucht er. Darf ich nicht wissen, wo die Betten sind? Beim Zeltplatz? Ah, ich sehe es schon. Okay, 60 Heid brauche ich und 60 Heidstrips. Ich würde sagen, wir fangen dort an, wo wir heute angefangen haben. Wir gehen Heid besorgen, oder? Was haltet ihr von der Idee? Ja, das vor allem hat das. Wieso ist da alles raus? Erfolgreich. Eigentlich wollte ich umsortieren, aber der wird bald kaputt sein. Dann reparieren doch.
Welcher? Achso, der da. Haben wir keinen Hide mehr? Tatsache, der kann man nicht reparieren. Das ist altes Hide. Nee, ich habe ja die ganzen Klamotten gebraucht und die Fernflaschen. Ah, okay. Das hat ziemlich viel Zeug gebraucht. Dann müssen wir... Ich wollte ein bisschen zusammensortieren, aber... Ja, Moment, ich mach mal neue Töpfe. Okay, ich mach einen neuen Topf. Danach muss ich Matze Clay holen schicken. Was schon wieder? Guck mal, was ich dir an Red Clay hier alles gebaut hab. Wo? Achso, nein, nicht an Clay bauen. Nein, das nicht. Was? Wir brauchen neue Storage-Töpfe, weil die gehen schon langsam kaputt. Ja, aber was brauchst du dafür? Lehm oder diesen Red? Nur den Lehm. Nur Scheiße. Ja, PC, da hast du einen neuen. Ich dachte jetzt den Rest, die Wetballs. Ja, ich hab's aber den halb. Mach Lehm. Ja, in jedem Claypot brauchst du eigentlich nur 50, wenn überhaupt, zu Wetballs drinnen. Ich hab die nicht reingegeben. Nein, das war der Matze, ich erklär's ja ihm. Ach, ich dachte mal gucken. Die verbrauchen sich so nach und nach und werden trocken. Und du kannst das aber wieder feucht machen. Ach so. Die sind wiederverwertbar. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie ein Baumaterial. Nee, die sind echt das Kühlmaterial im Eiskasten quasi. Ich dachte, das wäre Töpfereimaterial. So. Okay. Das erklärt sich aber nicht sehr intuitiv, die Verwendung. Nee. Nee, das war auch was, wo ich selber auch gebraucht habe, bis ich das rausgefunden habe. Ich dachte hier, das wäre hier Material zum Weiterbauen. Schade. Ah, ich habe 3 Claypools. Schade. Na, jetzt dürfte eine Red Clay Ball Party machen. Die trockenen leg da drüben rein und schreib irgendwo dann Claybälle drauf oder sowas. Wo ist da drüben? Beim Lager. Das Lager ist nicht zu übersehen, PC. Oh Mann. Es ist einfach wieder toll. Ein Klassiker seit Jahren, den man super nicht in den Griff bekommt. Nein. Wo ist da drüben? Na hier. Genau, nicht da drüben, sondern hier. Also da, bei ihm. Das erinnert mich irgendwie an nicht die Mama. Bei mir. Ach schade, man kann diese Pötte auch nicht austricksen. Nee, ich hab auch gedacht mit aufnehmen. Ja, ich hab's zumindest mal probieren wollen. Gut, dann vernichte ich den einen, weil der ist eh so gut wie kaputt. Nicht, dass da noch mal was reintut. So. Mhm. Krieg ich da wenigstens Clay? Nö, krieg ich keins zurück. Kriegst du was zurück? Nein. Gar nichts. Gar nichts. So. Das rohe Fett... Ja. Brauchen wir das für irgendwas? Ja. Oder nicht das Gekochte? Aus dem rohen Fett machen wir Gekochtes. Ecker. Ja, aber welches brauchen wir jetzt? Beides, okay. Was wolltest du denn damit machen? Nein, ich frag nur, weil sonst kann man es ja auch zu dem Lad verarbeiten. Ach so. Das war ja gerade die Frage. Ob man es machen soll, da haben wir schon so viel davon. Ich weiß nicht, wie viel Fett wir brauchen, wie viel gekocht ist. Ja, das sieht gut aus. Oh. So. Das könnte was werden, ja. So, was wollte ich jetzt gerade machen? einen Stein mehr suchen, genau. Na, hier liegen nur ganz wenige. Da musst du echt vorsichtig sein. Was ist das? Ja, er hat mal gesagt, ich kann nicht. Er hat mal gesagt, ich kann nicht craften, wenn ich keinen Stein habe. Der Doofi. Ah, Mensch. Der ist aber auch pinsig. Jo. Das ist das Dumm. Nur Anfänger hier. Ja, wollten wir jetzt nochmal gucken nach halt. Ja. So? Deswegen crafte ich mir gerade Sharped Flint. Ich brauche eine Speere noch. Okay. Also was ich nicht brauche, ist der Stein. Herrgott, weißt du willst einen Busch aufnehmen, ja? Und was hast du in der Hand? Einen Stein. 12 Steine. Gut, dann lasst uns mal sammeln, sonst kommen wir nämlich heute nicht mehr los. Ja. Ja. Richtung Strand. Wer bleibt im Lager? Einer sollte bei... Ich mach noch ein bisschen Leben und bleib hier. Und verteidige alles bösartig. Bei den Tieren bleiben, ja. Nicht, dass wir wieder Chaos hier haben. Ich bin gerade noch Olas am Craften eigentlich. Ich? Sekunde mal. Matze, ich leg da wieder Scheiße rein. Hallo? Ja, danke. Bitte. So lieb von dir. Ich weiß, ich bin doch immer so. Irgendwer ist schon draußen? Nein. Ja. Okay.
Ach, verdammt. Schau mal zu den Kerlis und Dreiecks. Kann man nicht brauchen. Ja. Also. Da, hier. Wir sollten sie noch nicht versuchen, glaube ich. Dankeschön. Okay. Ich habe, glaube ich, zu wenig Pfeile. 38 habe ich noch. Du, ich habe nur 25, weil da haben wir echt einen Mangel dran. Wir brauchen halt Federn. Ja. Also lass uns ein paar Dodos killen. Das war so ein bisschen. Nee, oder? Was? Ich kann mich nicht bewegen. Zu viele Steine. Meinst du, auf dem Inselchen hier sind vielleicht Dodos? Ich warte kurz auf Tano. Weiß nicht. Ich renne an Crafting Speed, ich komme. Okay. Vollgas. Ja, oh, außer die Spikes hauen mich weg. Hab Baby Kompi. Baby Kompi? Ja, Clemen. Wir haben kein Fleisch dafür. Level 2. Die sind eh so klein, die brauchen nicht viel. Wozu willst du dann Kompi? Für Eier. Okay. Ja, dann nehmt ihr euch. Was sind das für ein. Achso, das. Okay, nein, das ist ein anderer Dreck auch. Gut. Gut. Ich habe ein Problem, ich habe kein Fleisch. Ich hab Fleisch. Wo bist du denn? Hier am auf der kleinen Insel. Ja, ich bin. Da ist er. Sieht man den überhaupt? Ja, man sieht ihn. Er hat sogar eine grüne Schrift, Baby-Kompi. Man kann aber, glaube ich, auch das abgelaufene Fleisch eigentlich. Ah, da! Ach du Scheiße. Gott, ist der klein, oder? Ist ja niedlich. Hier ist nochmal Papa beziehungsweise Mama. Das ist süß. So viel Leben hat der nicht. Nicht im Fleisch. Ist der süß, oder? Ja. So, gut, jetzt habe ich Sperre, ich kann wieder. Oh, Disable Wandering. Ja, die. Soll ich die mal nach oben bringen? Da haben wir ja auf Fleisch. Jeden Fall. Den kannst du jetzt nicht mitziehen, weil der ist sonst tot. Ja. Ja. Ach, wir haben sogar zwei Babys, okay? Ja, wir haben zwei, deswegen. Ich nehme mal beide mit. Ja. Ich mache dir mal ein Fleisch hin, was ich bei mir habe. Ja. Das ist einmal, das ist frisches und hier ist altes. Altes haben wir, glaube ich, oben auch noch genug, ja. Ja, aber für jetzt beim Weg. Ja. Können die denn jetzt noch laufen? Ja, die bewegen sich halt sehr langsam. Hast 4 und du? Und PC, wo bist du gerade? Ich bin bei euch. Okay. Hinter euch, ich kann noch nicht so schnell. Kennst du auch in Crafting Speed? Nein, eigentlich nicht, aber ich habe keine. Ich brauche wieder. Hier Märchen. Sind jetzt die Kisten. So. Die Lootkisten sind gespawnt. Kommt mal mit, Mädels. Ja, kannst du ignorieren. Was seid ihr eigentlich? Ach, guck ich gleich. Sagst du Mädels und du weißt noch gar nicht, ob sie überhaupt Mädels sind? Ich weiß nicht mal, was es ist. Oh Mann. Es ist klein. Mhm. Ja, die lassen wir die. Wobei er geschrieben hat, er hat überarbeitet, aber ich nehme an, dass da noch immer nicht Modzeug drin ist, oder? Nee, ist immer noch nicht drin. Ja, so. Dann ignorieren. Willst du eine Armbrust? Willst du einen, nein, schmeiß weg. Ja, ist doch schon gut. Ich hab's auch schon mal probiert. Nein, ich hab kein Problem damit. Was? Nein, nicht. Ich hab's gerade gesehen, das war rot. Fisch. Kriegen wir irgendwo Fisch, rot. Ja? Ach, warte. Achso, ich hab keine Würmer mehr. Altes Fleisch kannst du auch nehmen. Ich hab dieses kein Haar habt ihr. Ich bin noch auf der Insel. 57. Ich hab 5. Denen. Und oben in der Kiste sind ganz viele. Könnt ihr 7? Habt ihr ein Sieb mit? Schaut's mal bitte, ob ihr Würmer kriegt. Ja. Wofür? Für den ich die One ist. Gib eine Wurmkur. Die Fische. Nein, schnell. Fischfleisch. Wäre aber realistisch. Ich krieg keine Würmer da unten. Gott. Das ist fies.
kommt ihr? Oh, Potato Seeds, weißt du, jetzt krieg ich die ganzen Samen. Ich bin zu blöd zum Sieben. Wieso? Ich krieg nie was raus. Okay. Stehst du wahrscheinlich an der falschen Stelle. Ja, anscheinend. Ich hab 5 Würmer. Hast du ein Netz mit? Lass mich gucken. Aber sonst gib mir die Würmer. Irgendwie tut sich hier gerade nichts mehr, oder? Die fressen doch dieses abgestandene Fleisch ja auch, oder? Ja. Ja, das abgestandene Fleisch. Ich hätte also sonst muss. Davon. Ja, dann schnapp dir einen davon. Oh Gott, was mache ich damit? Ach. Füttern. Oh. Ja, jetzt sind es 3. Es sind jetzt 3. Ja, nimm da einen davon. Ich versuche gerade Fischfleisch zu besorgen. Also ich krieg die hier nicht durchs Wasser. Oh, der ist schon 47,4%. Cool. Warte, ich habe einen Fisch, dann gebe ich dem den. Woran liegt's? Die laufen nicht durchs Wasser, oder was? Die sind dermaßen langsam. Dann müsste er jetzt gleich fertig sein. Oh, der hat 14 Fisch auf einmal. Außerdem möchte er kladeln, so. Ach du Kacke, ja, jetzt ist... Ah, das sind ja noch Babys, ne? Ich hab kein Fleisch mehr. Warte mal. Oh. Na, dann müssen wir da bleiben, dann müssen wir das Fleisch holen. Also der läuft mir jetzt nach, gell? Ja. Oh Mann. Ich habe einen Fisch, warte, komm her. Wo ist er? Das wird dauern, nee. Siehst du, ne? Ich sehe nicht. Level 2. So, Wandering ausstellen. Immer, dann hole ich mal Fleisch hierher. Also ich krieg die von der Insel nicht runter. Nein, ich sage ja, dann hole ich Fleisch hierher. Ganz einfach. Aber soll ich euch was sagen? Eigentlich ist die Folge schon aus. Ob wir das durchbringen werden. So viel werden. Dazu, wir holen halt. Wir holen Tiere. Ja, Lebendes. Ja, rennt ja, alles voll nach Plan, wie immer bei uns. Ich würd wenigstens das Fleisch noch ganz gern holen, bevor das Server abgedreht wird. Ja. Ja, was ist jetzt passiert? Nichts. Wir Preis brauchen gewachsen. Mehr als eins. Also wir sagen in der Folge auf jeden Fall jetzt einmal Tschüss, Tschüss, Baba. Wie es weitergeht, seht ihr beim nächsten Mal. Herzlichen Dank fürs Mitmachen an die Genie, an den Young, an den PC, an den Matze und an die Diva. Tschüssi. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao.